Hallo und willkommen bei CreativeDaysAT. Mein Name ist Christoph Blochowitsch und in dieser Übung beschäftigen wir uns mit dem Raster von Cubase. Wir haben schon gesehen, der Raster erspart uns sehr viel Arbeit und erleichtert uns das taktbezogene Editieren von Audio-Files und MIDI-Files. Wenn wir jetzt unser Testfile aufnehmen, 1, 2, 3, und ich es hier herumschiebe, sehen Sie, dass dieses File immer an den nächsten Takt springt. Wir können diese Funktion auch global ausschalten. Nun lassen sich alle Files sample genau hier in unsere Timeline legen. Wir können hier natürlich zwischen Quantisierung, Zählzeit und Takt wählen. Dieser Takt ist ganz praktisch, weil wir können hier taktbezogen arbeiten. Wenn wir jetzt tiefer reingehen, sehen Sie, ist dieser Rasterwert aufgehoben. Und wir können hier ganz genau unser File bestimmen. Das gleiche gilt auch für MIDI. Wenn wir hier eine MIDI-Spur öffnen, ich erstelle hier ein MIDI-File mit zwei Noten drinnen, dann sehen Sie, kann ich hier diesen Rasterwert umstellen. Ich kann also jetzt hier im Editorfenster auf 16 quantisieren. Gehe ich hier zurück ins Arrangierfenster, habe ich immer noch hier diesen Takt eingeschaltet. Und ich kann dieses MIDI-File hier taktmäßig durch die Gegend ziehen. Ich kann diesen Takt natürlich auch auf Quantisierung wechseln. Das heißt, ich kann hier meine Quantisierung einstellen. Ich kann diesen Takt natürlich auch ausschalten und auf Quantisierung wechseln. Das heißt, jetzt rutschen meine Files innerhalb eines 16, 32 Rasters oder 8 Rasters. Und ich kann mir hier auch ein eigenes Raster erstellen. Ich nehme momentan ein Achtelraster. Ich hätte gern bitte 32% Swing. Das heißt, wir werden hier immer geschaffelter. Sie sehen es, die zweiten Achteln rücken nach vorne. Ich kann dieses jetzt abspeichern und unter Quantisierung anwenden. Habe ich hier, Sie sehen es hier unten, eine neue Einstellung. Und ich kann jetzt nach meinem eigenen Raster mein File bewegen. Ich habe jetzt noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, was jetzt alles magnetisch sein soll. Ich habe hier zum Beispiel ein relatives Raster. Ich kopiere dieses File hier rüber. Gehe hier auf Viertel. Wir sind jetzt genau bei der 3 und mit unserer Song Position am Start. Und wenn ich jetzt hier relatives Raster anwähle und hier Takt, dann springt mein File, Sie sehen es, immer zwischen diesen zwei Takten hin und her. Ich komme jetzt also immer relativ auf den nächsten Taktwert. Weiters kann ich einstellen, was alles magnetisch sein soll. Hier sind es meine Audio-Events. Das heißt, gehe ich hier nahe an ein File ran, sehen Sie, zack, schließt dieses File zum nächsten File auf. Ich kann das natürlich auch shuffeln. Das heißt, hier werden meine Files dann vertauscht. Ein weiteres File. Dann sehen Sie, dieses File hängt sich dann immer dazwischen und alles andere wird hinten nachgerückt. Wir können den Positionszeiger magnetisieren, das heißt hier diese Song Position. Wenn ich jetzt mit einem File an die Song Position gehe, pop, sehen Sie, dann klebt das hier an. Und ich habe hier die Möglichkeit zu kombinierten Darstellungen. Das heißt, das Raster plus Positionszeiger magnetisch.
Hier sollen die Events unter Positionszeiger magnetisch sein und hier sollen die Events Raster unter Positionszeiger alles drei magnetisch sein. Normalerweise sind unsere Rasterpunkte von unseren Audio-Events hier immer ganz vorne und ganz hinten angelegt. Darum sehen wir sie nicht. Wir können diese aber verschieben, indem wir mit der Song Position hier auf unseren Wert gehen. Das heißt, unser File soll einen Rasterpunkt hier bekommen. Dann gehe ich unter Audio, Rasterpunkt zum Positionszeiger. Und Sie sehen hier eine blaue Linie. Dies ist nun unser neuer Rasterpunkt. Wenn ich den Raster jetzt aktiviere, sehen Sie, wird nicht der Anfang des Files an unsere Taktgrenzen gesetzt, sondern dieser Rasterpunkt. So, das war's schon zum Thema Raster. Mein Name ist Christoph Blowitsch und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Übung wieder.